So, willkommen zurück zu Witcher 14. Und oh mein Gott, ich bin Ciri. Ich sammle jetzt hier alles ein, weil Spoiler, ich glaube, man braucht das für nachher. Ich soll jetzt erstmal. Ich habe gar nichts. Ich habe noch nicht mal Witcher-Sinni. Oh fuck, Wölfe. Ah ja, was ist denn ihr Witcher-Sinn? Wie mache ich das mit Kuh? Wie mache ich, dass ich so schnell renne? Ist das die Fähigkeit von ihr? Sind das ihre Witcher-Sinne? Also auf Q? Kannst wieder runterkommen. Oh, sie sieht sehr Gothic-mäßig aus. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Und du? Ja, ich auch. Nein, ich verirre mich nie. Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Gretka, was ist das für ein Name? Schnell, versteck dich! Ja, keine Ahnung, wann die das macht. Ist das jetzt cool oder nicht? Ich muss jetzt gleich mal bei der Steuerung gucken. Oh, fuck, fuck, fuck. Ey, wenn ich jetzt sterbe, raste ich komplett aus. Interessantes Bild. Okay. Ah, das ist alt, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Nee, das ist einfach Leertaste. Sie kann einfach so super viel sprinten und ausweichen. Gut, die Gesundheit kommt automatisch wieder. Dann kommen wir jetzt hier auch wieder hin. Ey, wie viel Wölfe? Was stand da immer? Diese Mini-Dinger, Spiegelspech, was soll das? Ja, du kannst ich bin jetzt selber rauskommen. Gefangen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Komm! So, jetzt komm. Ich weiß nicht, wofür man das sammeln muss. Man braucht das eh nicht. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Okay. Tipp, tipp, tipp. Wir laufen hier. Ich finde, sie hat eine coole Frisur. Also, schau mal. Da ist etwas.
Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Sieht auch so eine Narbe wie Geralt. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. So, sorry, ich war ganz kurz in einem anderen Zimmer. Jetzt bin ich aber wieder da. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wird von den Rippen durchbohrt. Es sieht verdammt eklig aus. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Ja, dann sag das doch leise, nicht, dass das Kind das hört. Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn? Hundspetersilie, ja, und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Okay, ich sammle einfach alles. Egal, was man braucht. Hörst du? Na, schon wieder gar kein Bock. Versteck dich, rasch! Ja, die ist halt super schnell, ne? Okay, erstmal abhauen. Haben wir nur noch den einen. Okay, und noch einen auf der anderen Seite. Perfekt, so. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Wolfsleber habe ich jetzt, oder? So. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das hier ist, glaube ich, Wolfsbein. Keine Wölfe. Ne? Jetzt brauche ich nochmal Hundspetersilie. Hier, oder? Hier lang! Warte, durch hier die ist Höhle. Da irgendwas noch. Geh voran! Ne, das war auch nicht Hundspetersilie. Wolfsbein brauche ich. Hier ist Hundspetersilie. So, jetzt kann ich Greta folgen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind.
So, Gretka folgen. Ich habe mir überlegt, bei The Witcher 4 ist ja wohl Geralts Geschichte auserzählt. Dass man eventuell vielleicht Ciri spielt oder Vesemir oder irgendwas anderes parallel. Wäre eigentlich interessant, aber wenn Ciri so nicht so Witcher-Fähigkeiten hat, weiß ich nicht. Dann hat sie vielleicht andere Fähigkeiten. Hat die eigentlich hochhackige Schuhe an? Ja, ich glaube schon, ne? Irgendwie ist es mittlerweile normal, dass die Figuren mehr so links sind. Ich dachte immer, die sind mittig. Obwohl eher so links. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Ah, ich erinnere mich. Ja, doch, hochaffige Schuhe. Scheiße, das fand ich scheiße damals. Ah nee, ich fand den Werwolf mit Geralt schlimmer, jetzt ging's ja tatsächlich. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Kreatur getötet. Boah, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm! Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Achso, und der Baron ist jetzt der Herr. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen.
Halt es an, wie wenn man dein... Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Gut, Familienangelegenheiten, folge dem Baron. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. So. Wir durchsuchen jetzt erstmal Ciris Raum. Ein Schrank, okay. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Wir sind ja wie eine Familie. Wir unterstützen einander, wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen, um mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft. Unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabscheulichen Praktiken aller Art. Okay, gut zu wissen. Ah, diese Schriftstücke verkaufe ich eh alle wahrscheinlich. Ganz kurz, ist jetzt Ciris Zimmer abgeschlossen? Ach, sprich. Nee, Ciris Zimmer. Ja, das habe ich noch nicht. Das will ich jetzt noch machen. Ach, das ist gar nicht Ciris Zimmer. Das ist jetzt ihr Zimmer, oder was? Wollen die mich verarschen? Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja, das kann ich alles verkaufen und ich brauche auch das Geld. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ja, hier ist doch, glaube ich, so ein Geheimgang, ja. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm, hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen.
Soll ich jetzt hier reingehen oder was? Ah, hier. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Das ist wieder dasselbe. Erstmal das noch. Ich brauche einen guten Leute! Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Hier ist doch wieder eine Spur. Hol den Sonderling raus! Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also. Ey, das werde ich sowas von alles hier verkaufen. Sorry, ich brauche das. Hier ist das ja anscheinend auch nicht stehlen. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Halt immer noch Ciris Zimmer, ne? Was für ein Messer habe ich jetzt genommen? So, nächstes Mal gehe ich erst zum Schmied und mir was anfertigen und dann verkaufe ich den Rest der Sachen. Dann chill doch nicht im Weinkeller, ganz ehrlich. Okay. Hier kann man echt viel rausfinden. So, jetzt erstmal wieder nach oben. Da ist Ciris Zimmer. Ciri war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von alle Widmung. Wo hat seine Ciri Frau das her? Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Okay, hier ist die Küche. Gretka ist also ein Mädchen. Okay. So, das kann ich alles nachher verkaufen. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Och nein, ja, bla bla bla. Ciri wollte einen... Wollte ich nicht auswählen. Was meinst du mit... Das wollte ich auch nicht auswählen. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Oh, ich muss noch weiter mit dir reden. Geralt! Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht. Und da war sie weg.
Doch, aber er meinte, ich... Aber Ciri hat mir ein Geschenk... Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein richtig schönes Geschenk. Danke, Gretka. Aber ich spiele nicht. Tötest du die Monster? Jetzt machen wir erstmal Familienangelegenheiten und gehen nochmal einen Raum höher. Gehen wir erstmal in diesen Raum. Okay, wahrscheinlich hier in den Nebenraum. Ah, guck mal, hier ist noch was. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Dann gehen wir jetzt mal ins andere Zimmer. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ah, hier fehlte noch was. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Okay, irgendwas muss hier noch sein. Ich weiß gerade nicht was. Also ich könnte noch mal dieser Weinspur folgen. Die ist ja auch noch hier, ne? Bin ja aber gefühlt schon... Du siehst ja fertig aus. Nee. Lieber hier rein und noch mal was anderes suchen. Weiß nur nicht was. Die Wand sieht anders aus. Ja, das habe ich schon etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Ja, okay, dann folgen wir jetzt nochmal der Spur. Ich brauche einen guten. Okay, hier hört die Spur auf. Tut sie nicht, sie geht hier runter. Ah, hier die. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. So, jetzt sprechen wir wieder mit dem Baron. Du da, Weißer! Ist er hier? Okay, wir müssen nach oben. Hier ist der Baron. Hi. Na, Suche beendet? Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das soll also Triss sein? Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben.
Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Mhm. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Sie ist ja fertig. Okay. Aus. Dann gehen wir jetzt einmal hier zu den ganzen. Ach, scheiße, ich bin hier nur raus. Wir gehen jetzt einmal noch zum Verkäuferschmied und alles. Und dann machen wir, danach kommt dann der Weide. Perfekt. Erstmal mit dem hier reden. Das wird halt. Sind immer Zwerge das? Ich suche ihn. Nun nicht. Das würdest. Hör nicht aufs. Um was? Vielleicht, aber. Ist das all? Klingt top. Nein. Du musst ein. Ja, sorry, ich überspringe das. Johanna, ich hab. Das ist keine. Klingt interessant. Erwähne die Quest. Ja. Ich such. Na, super, ich will jetzt aber eigentlich. Ihn nur benutzen. Ich. Hä? So, ganz vorsichtig. Ich würde das gerne reparieren. Ich muss erstmal was verkaufen, handeln. Ja, boah, zerlegen jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld. Das kann ich mir schon nicht mehr leisten. Okay, danke schön. Leb wohl. Leb wohl. So, jetzt versuchen wir noch eben schnell zum Händler zu gehen. Hey Jungs, ich glaube, nachher habe ich das Problem, dass die kein Geld mehr haben, um mir das abzukaufen. Zeig mir was. Was hat der hier zu verkaufen? Ja, scheiße, jetzt habe ich schon wieder kein Geld. Okay, aber leb wohl. Jetzt kann ich eben noch zum Schmied gehen, meine restlichen Sachen reparieren. Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Wie kann... Ich... Perfekt. Leb wohl. Leb wohl. So, dann wissen wir, was zu tun ist. Wir gehen einmal noch zum Anschlagbrett. Okay, vieles werde ich da vielleicht verkaufen. So, wir speichern jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.